Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video und ich meine diesmal zum 22. Part und heute geht es endlich los mit dem nächsten Spiel und heute geht es ja gegen Goslar und anschließend gegen Kiel auch noch, damit ihr jetzt schon mal wisst, ich werde diese beiden Videos jetzt gleichzeitig aufnehmen, direkt. Nach diesem Goslar-Spiel werde ich das nächste aufnehmen, aber das soll euch nicht interessieren. Also verwundert euch nicht, es wird keine Doppelfolge geben. Und ich möchte vorne was ankündigen. Und zwar hat mich der Rossi darum gebeten, dass ich das jetzt im Video sage. Er sagte, dass er mit mir vorhat oder er allgemein selber vorhat, die Far Cry-Staffel zu beginnen. Far Cry 3 auf der PS3. Und ja, und da wird er seine PS4 ja kaufen und dann hat er gesagt, ja, möchte er gerne mit mir eine neue Staffel beginnen, die auch über 10 Folgen dann beinhaltet. Somit könnt ihr da euch schon mal drauf freuen. Natürlich wird die Mario Kart Staffel noch beendet, also Mario Kart Double Dash, damit ihr da schon mal gut informiert seid. Und ich möchte noch kurz einen Gruß an Rossi senden. Wenn du es siehst, dann sei herzlichst gegrüßt in diesem Video und jetzt gehen wir los ins Goslar Game. So. Thorsten Tönnies wird heute wieder spielen auf Rechtsverteidigung. Macht eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe gerade auch ein bisschen. Warum geht das nicht weiter? Ich bleib das hier hängen. Müssen wir wieder warten. Jetzt geht's. Ich habe gerade noch mit meinen Spielern so kommuniziert und ich habe auch dabei gesehen, dass Manso Fakhari, also unser Torwart, gerne möchte, dass sein Landsmann Azadoy von unserer Mannschaft auch bleibt. Oh, was ist eine Überraschung. Philipp Lahm geht für 20,5 Millionen Ablöse zu Manchester United. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, geil. Zumindest mal eine tolle Info. Okay, Bayern München hat damit einen sehr großen Verlust, indem sie Philipp Lahm verkauft haben. Naja, egal. Ja, und jetzt gucken wir mal, was gegen Goslar geht. Ich glaube, gegen Goslar haben wir damals 1 zu 0 gewonnen. In dieser ganz schwierigen Phase damals. Da hatten wir eine richtig große Krise. Und die wollen wir diesmal in der Rückrunde natürlich missen lassen. Und wir wollen natürlich jetzt Goslar nach Hause schicken. Elfter Rang, also sind die 2 Plätze hinter uns, müssen wir gewinnen. Die haben alle Spiele, alle, ich glaube, alle 5 Spiele in den letzten 5 Spielen verloren. Somit denke ich, können wir das Spiel auch gewinnen. Und ja, werden wir mal gucken, was da so geht heute. Goslar ist etwas schlechter, sieht man ja 593. Ah ne, wir haben 1 zu 2 damals verloren. Okay, überraschend. Gegen so eine Mannschaft. St. Pauli spielt gegen Bremen, Hannover gegen Hamburg. Also richtig tolle Duelle, finde ich, heute. Ja, Mohamed Abdellaoue wird sogar spielen. Echt überraschend, aber gut. Das Team wird bleiben, was gegen Wolfsburg genauso geil gespielt hat. Und jetzt werden wir gleich gucken, wie wir in die Partie gehen. Dortmund spielt in Gladbach und München in Bremen. Und ich glaube, dass wir das Spiel heute nicht verlieren werden. Ist sehr gewagt, dass man das schreibt, aber so ist das nämlich. Oh, ich möchte natürlich guten Angriff. So, los geht's gegen Goslarer SC. Ja, 2-1 verloren, dürfen wir nicht heute oder darf heute nicht passieren. Ich bin heute guter Dinge, dass wir das Spiel nicht verlieren. Garantiert nicht. Nach dem tollen Spiel gegen VfL Wolfsburg, wo wir wirklich 1:1 gewonnen haben, hat mich schon überrascht und Teşkan Karabulut holt sich erstmal die erste gelbe Karte wegen Meckerns ab, aber das soll uns jetzt nicht stören. Tim Petersen damals mit dem Treffer, kann ich mich noch gut erinnern. Könnt ihr nochmal reinschauen.
Aber ich glaube, wir sind jetzt in dieser Phase gekommen, wo wir einfach besser sind als so solche Mannschaften wie Goslar. Von daher erwarte ich heute schon einen Sieg. Oh je. Oh, Pfostentreffer, Mann. Julian Brennert hat es gut versucht, aber dann doch nicht mehr so durchschlagskräftig wie sonst. Schade, ist ja nicht der Torschütze bei uns eigentlich. Und die nächste Chance, Großchance. Und das 1:0. Schön. Durch Paul van Humbeek, neuntes Saisontor. Und ich habe echt gesehen, dass Paul van Humbeek wirklich ein Real Life gibt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin ja nicht so ein richtiger Oldenburg-Fan. Ich bin eher ein kurzer kleiner Anhänger. Aber somit führen wir jetzt mit 1:0. Das ist schön. Und das Team bringt Leistung. Und das ist natürlich das Entscheidende in dieser Phase. Und wir sind jetzt auf Platz 7 gerutscht. Wir als Aufsteiger. Geil. Wir dürfen natürlich jetzt nicht so überheblich wirken und das Spiel doch noch verlieren. Das wäre natürlich der Fehler. Aber wir haben jetzt 1:0 zur Pause. Guter Dinge sind wir jetzt. Oh, Thorsten Tönnies, perfekte Partie. Bin ich sehr zufrieden mit. Die anderen bekommen gar keine Chance so richtig. Ich werde mal jetzt eben meine Nase nerven. Ein bisschen Mustafa Azadoy. Lass mal den spielen. Muss Oma zum Anschein gebracht werden, dass er auch mitspielen möchte, ist ja klar. Der Landsmann von Mansur Faghari. Vielleicht hilft er uns ja auch nochmal hier. So, 61. Minute. Steve Ridder kommt noch in die Partie hinein. Es läuft, wenn wir heute gewinnen. Oh, wir haben immer so knappe Chancen, die schnell ausgenutzt werden können vom Gegner. Noch 10 Minuten aushalten, Jungs. Mehdi Mohibi kommt jetzt rein. Goslar. Könnten wir wirklich heute mit einem 1:0 schlagen, wenn wir Glück haben? Mazan Mousselet, ich glaube, die Mannschaft hat viele Ausländer dabei. Ist nicht schlecht, finde ich. Wenn man mehr Ausländer hat, die können auch Talente haben. Im Fußball natürlich haben sie viele drauf. Und jetzt sind wir in einer Druckphase, aber ich glaube, das Spiel ist zu Ende. Wir haben gewonnen, das ist schön. Wir haben mit 1:0 Goslar geschlagen und jetzt gucken wir gleich auf die Tabelle und die Ergebnisse. Wenn, dann muss mal ein dreckiger Sieg uns helfen. Und das hat er jetzt sehr schön. 1:0 gewonnen. Und wir gucken mal, wer der Beste war. Bei uns war der Beste Thorsten Tönnies. Überragende Partie. Und ja. Dann hat Mustafa nochmal gespielt. Hat auch nicht so schlecht gespielt. Also ich bin sehr zufrieden. Und wir gucken jetzt auf die Ergebnisse. Und St. Pauli hat gegen Werder Bremen 1:2 verloren. Weiche verliert gegen Viktoria Hamburg. Echt überraschend mit 2:1. Hannover gewinnt das Nordderby gegen Hamburger SV mit 2:1. Havelse gewinnt 1:0 gegen Oberneuland. SV Meppen gewinnt 4:1 gegen Neumünster. Holstein Kiel gewinnt 2:1 gegen Kloppenburg. Wir gewinnen gegen Goslar 1:0. VfL Wolfsburg 2:0 gegen Wilhelmshaven und Lübeck gewinnt 3:0 gegen Rheden. Und jetzt sehen wir mal uns die Tabelle an. Das ist natürlich eine gute Ausgangsposition, wie ich schon gesagt. Wir stehen einfach perfekt. Wir stehen auf Platz 8 und ja, ich bin sehr zufrieden. Das Ziel für mich war ganz klar Platz 10 bis irgendwie nach oben. Und wenn wir so weitermachen, haben wir wirklich noch die Chance, Platz 5 zu festigen oder so. Und das wäre natürlich ein Traum für VfB Oldenburg. Gucken wir mal, was so in der nächsten Partie so geht. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut und hoffentlich gewinnen wir die nächste Partie. Und ich glaube, das ist gegen Holstein Kiel und das ist ein Hammergegner. Naja, wir werden sehen. Bis dahin, ciao.